Herzlich willkommen hier zu einer Folge Marsch. Wir werden jetzt zum Schlachthof fahren und dort das Leder abholen und verkaufen. Ob wir das gut gezahlt, ne? Entschuldigung. Bäuerchen, ne? Cola. Ja, das wird so nichts. Da haben wir einen Kreis, ne? Macht ja auch nichts. Na jedenfalls haben wir da immer hin und dann Leder verkaufen. Dann Fleisch und Wurst. Wenn was da ist, müsste eigentlich. Schon ein paar Tage her, wo wir verkauft haben. Bei Bier wird auch schon einiges da sein. Wir brauchen ein bisschen Geld, um Felder zu kaufen. Das werden wir auch tun. Bei Gelegenheit. Aber erst im Frühling, und wenn wir jetzt dann wissen, ah, da kann man gebrauchen, dann können wir zuschlagen. Zum Beispiel. Das ist ja nichts Zwingendes, ne? Und jetzt wäre ja Blödsinn, wenn wir es kaufen würden. Müssten wir noch flügen, theoretisch, ne? Und wäre nicht mehr lange möglich, weil wir bald Winter kommt. Und sobald der Frost da ist, ist vorbei mit Flügen. Ne? Also da geht nichts mehr. Auch im reellen Leben ist, sobald der Frost zu stark wird, dann ist es vorbei. Also leichter Frost, minus 1. Wenn man nachts minus 1 Grad wäre und tags wenn noch plus gerade sind, ist es immer noch möglich. Aber wie gesagt, sobald es Dauerfrost ist, auch wenn es nur 0 Grad sind, dann ist es nicht verkehrt. Dann ist es erledigt. Ne? Denn da müsste man theoretisch so sehen, wenn der Boden 2-3 Zentimeter gefroren ist, dann geht es noch und bei 10 nachher, oh, da wird schon fest, ne? Das ist vorbei. Ja, wenn der Flug durchs Eigengewicht nicht mehr reinkommt in die Erde, dann ist es endgültig vorbei. Kann es vergessen. Und das ist ja meistens so, wenn das Wetter mal kalt wird, dann wird es auch richtig kalt. Ne? Die Luft kommt aus Ost oder Nordost oder mal aus Nord und dann ist es so kalt, dass es dann nicht mehr geht. Oder wenn zum Beispiel Schnee liegt zum Beispiel, man würde ja im Prinzip dem Boden keinen Gefallen tun, wenn man den Schnee unter den Boden reinfügen würde. Ne? Würde man die Kälte konservieren. Ne? Gut, im Herbst wird es ein bisschen früher wegtauen, aber das macht man nicht. Ganz wilder Fahrer heute. Da sind wir. Heute brauchen wir Leder. Kommen wir rum. Unfall. Deswegen fahre ich meistens lieber über den Bahnhof. Und dann ist es nicht ganz so cool, nicht so eng. Gut, einmal hinstellen. So. Also hier könnten wir mal rein theoretisch Verpackung herbringen. Das ist nun leider etwas, aber das reicht noch eine ganze Weile. Müsste auch jetzt klamm werden in der offenen Halle. So, gucken wir mal. Leder haben wir reichlich. So, Kartons. Gut, gucken wir noch beide mit hin. Schwein. Haben wir auch noch drin, Schweinefleisch, fast 100.000, Wurst auch fast 100.000. Gehen wir ran, ne? Machen wir mal kurz R und bei Schwein. So, Maximum erzeugen. Wahnsinn! Das müsste Leder sein. Wird nicht angezeigt. Schweine, Nebenprodukte. Achso, okay. Kann man so nennen. Es gibt ja bei Schweinen noch mehr als nur Fleisch, sondern auch Knochen zum Beispiel. Die Knochen werden ganz gerne genommen für Gelatinherstellung. Für Pudding und so, ne?
Mann, ein Pferd muss in Unfall. Oh. Und hat einen Schaden gemacht, der Bursche. Hat keiner gesehen, ne? So. Sollen wir umstellen? Auf Paletten. Ein bisschen probieren. Eierkartons, genau. Paletts. Das macht schon mal 6. 40 gehen rauf. Das waren, glaube ich, 36 oder so. Oder 34. Dann können wir noch mal einmal zu lang. So. Wir wollen ja alle mitnehmen, ne? Wie ja nicht beim Regen so extrem nass werden. An sich nicht günstig, aber gut. Nehmen wir nicht so genau. So, 32, dann brauchen wir noch 8 nachholen. Können wir gleich machen. Ja. Da Rind können kein Leder haben, ne? Wahnsinn. Alle. Alle. Ja. Schweine. Wurst. Dann müssen wir gucken. Und zwar, wie sind die Preise? Speichern ist gut. Und da, nee, da, 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 da. So. Leder. Also Nebenprodukt. Strohpellets, Heupellets, Holzpellets. Für Heu gibt es 1004. Naja, gut, Heu ist auch ein bisschen wertvoller, ne? Obwohl es eigentlich vom Nährwert her eigentlich besser wäre. Ich habe die Dings gerade gemacht, die Kassetten. Na gut, ja, gerade nicht so wichtig. Leder. Schweinenähe-Produkt, da muss ich oben gucken. Hafen. Nur Hafen. Dann fahren wir nur mit Leder los. So. So geht's auch. So, Deckel zu. Dann fahren wir zum Hafen. Da ist er hinten. Alles gut. Auf geht's zum Hafen, ne? 1800. Hätten wir nur 8 Paletten warten sollen, ne? Bis die voll sind. Na gut. Ist ja auch nur egal. Die brauchen keine Wurst. Da haben wir einen Traktor, der muss nach Hause. Juckt. Ja, da soll Hopfen rein. Ne? Fell 5 würde ich auch noch kaufen. Dass ich dann 3 Fälle mit Hopfen machen. Hopfen brauchen wir sehr viel, stelle ich gerade zu fest. Letzte Folge oder vorletzte Folge gedacht, naja, das wird ja nicht lange reichen mit Hopfen, ne? Also im Lager ist nicht mehr viel. Also die Bierproduktion wohl alle. Die Produktion ist woanders hingebaut. Ein Wunder. Das steht neben dem Sägewerk. Oh. Mal gucken. Muss ich mal schauen, dass ich entsprechend abgestellt kriege. Dann muss ich
daneben hinstellen. Also parken. So. Jetzt verkauft er teilweise, ne? Das sind die hellen. Gut, am sehen wir mal das, so, B, Z. Die letzten drei werden nicht verkauft. Und die oberen auch nicht. Und die fallen ja sowieso runter. Wir müssen entsprechend hier die gleich mal mitnehmen. Und stark wie ich bin. So. Ob drinne, passt. Ergeben die Palten hier, Leerpalten ergeben. Oh, schön weniger wird, ne? Und Konto steigt. Das ist gut. So. Kann man das erste Geld verdienen, ne? Das haben wir uns verdient. Sagt der Verarmer mal, das haben wir uns verdient. Oder steckt die Flaschen weg, der Boss kommt. So, jetzt fahren wir zur Brauerei um ein Bier. So ein Sauwetter, aber gut. Da ist es noch dringend notwendig. Das war eine lange Zeit trocken hier. Das heißt, wir müssen hier hoffen, mal, dass wir nicht so viel Schnee kriegen. Oh, 283.000, alles gut. Dass wir keine Steuern zahlen müssen hier, ne? Steuerfrei. Ups. Passiert. Sehe nix. Normalerweise. Darf was nicht passieren. Gut, hat sich deaktiviert, bei Tracking. Komm vor. Ist nichts vollkommen. Ja, können wir gleich im Hopfen rausnehmen, ne? Können wir es raus? Hinten, ne? Malz meine ich. Das ist mir auch. Malz. Wasser, Leerpaletten, Malz. Maximum Zeugen. Maximum geht nicht mehr. Ach, hier vorne. Ich brauche nämlich auch für Bier. Das war so nicht ganz richtig. Original wird es ja im Brauerei hergestellt. Also kurze Wege. Ich hab's ja mal gesehen, weil die Firma mal so ein Ding gemacht hat, so eine Besichtigung, Führung. Genauso wie sie ihre Hefe immer separat züchten, auf gut Deutsch. Da noch mal rausholen, ne? So, Maximum. Der geht nicht. Fahren wir dich daran, ne? So. Bei starken Bauer muss die Rechtstaste vorher deaktiviert werden.
mit der rechten Maus, sonst kommst du nicht in den LKW rein. Ich habe die erste Mal gesucht. Den Grund gesucht. So. Haben wir alles? Einer nicht. Einer muss noch mit. Wenn ich mal einen Rest übrig habe, dann werde ich mal Malz, Getreide herfahren, und zwar Weizen oder Gerste. Vielleicht kann ich mal im Winter was kaufen. Im globalen Markt. Aber glaube ich eher nicht. Das ist meistens Mangelware. Ich hätte gerne so ein Maisbier. Das habe ich genug da. Oben drüben Bier raus, das ist ein LKW im Weg, ich hab da nicht hingestellt. Den fahren wir rückwärts rein, aber nicht einfach ist. Ich muss den mal Dings machen. Gabelstarter besorgen. Ich weiß, wir haben damals mal bei der Schnapsfabrik gearbeitet. Da haben sie mit dem Stapler jeden Tag LKW-weise noch zu DDR-Zeiten den Schnaps aufgeladen. Also jeden Tag palettenweise Schnaps. Mal einen Modus anmachen. Mal sehen, vielleicht haben die geklappt. Weizen, ja, ist gut drauf, da drinne. Hopfen immer noch genug. So, Bierfass, Maximum. Steht drinne. Aber das will er nicht. Junge, das ist so fies. Soll ich aufgeladen werden? So. Mal nicht. Soll aussteigen. Soll ich aufgeladen werden, ne? So, die Show. Ist halt abgelaufen, sehe ich gerade. Dann sag ich mal tschüss. Ciao, ciao. Und mal schönen Dank fürs Reinschauen. Wir verladen gleich Bier und dann verkaufen wir das am besten Preis, ne? Dann mal tschüss. Und winke, winke, bis dann. Tschüss.